Und dann bin ich immerhin auf der gleichen Ebene. Und das ist immerhin noch perfekt. Shit! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode The Legend of Zelda. Mein Name ist Questmaster Ike und ich begrüße euch herzlich hier zu dieser Episode. Das letzte Mal bin ich hier an dieser Stelle im Tempel der Götter, im Turm der Götter stehen geblieben, weil ich aber nicht gerafft habe, wie ich hinter diese Laser kommen soll. Nach ein bisschen Nachdenken ist es relativ klar. Abspringen und einfach rübersegeln. Wer hätte gedacht, dass uns dieses Blatt einfach immer noch hier die Lösung bietet. Oh. Doch jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt wieder auf die andere Seite? Relativ einfach mit unserem neu erlernten Lied aus der vorletzten Episode. Shit. Und zwar das Lied des Puppenspielers. Sonat der Puppenspielers. Des Suppenspielers, ja genau, oh mein Gott. Es geht hier einfach durch, weil Laser haben keine Chance gegen Stein. Und indem ich mich darauf stelle, ist alles clear. So, und dann kann ich ihn aufnehmen und kann wieder rausrennen. Oh mein Gott, dass ich wirklich nicht auf die Lösung gekommen bin mit dem... Was zur Hölle? Woher kommt der? Es war wunderschön von mir gedacht, dass ich doch die Statue da hochbringe, aber... Das war einfach nicht wirklich so, wie es geplant war vom Spiel. Immerhin habe ich doch den richtigen Einfall gehabt. Mit den drei Statuen da drauf. Aber natürlich etwas zu früh, als dass ich es gebraucht hätte. So, hier schön drauf. Selbst mit zweien reicht's. Dann bin ich nämlich genauso schwer wie die Dinger da drüben. Und dann bin ich immerhin auf der gleichen Ebene. Und das ist immerhin noch perfekt. Shit! Das Ding ist schwerer? Okay. Okay, mehr als ich gedacht habe. Link. Also im Moment habe ich nicht so eine helle The Legend of Zelda Stimmung. Und ich wundere mich immer noch, warum die Dinger hier so komisch gelb leuchten. Da muss ich mich echt mal vergleichen mit der Originalversion, ob das normal ist oder ob die schon immer so ausschauen. Aber mir ist es was komplett Neues. Und um ganz ehrlich jetzt sicher zu sein, tue ich jetzt auch die absolut letzte da drauf stellen. Weil so mega schwer kann ja da drüben die Statue jetzt auch nicht sein. Oh mein Gott. Wie schwer kann das denn sein? Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da muss ich mich jetzt gerade echt beherrschen, dass ich jetzt nicht voll abrage. Und du Wichser, du kommst jetzt einfach mal mit. Warum kannst du nicht einfach von allein steuern? So, super, hier passiert absolut nichts. Sehr geil. Ah, endlich habe ich die letzte Statue an den richtigen Ort gebracht. Ah, jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn ich alle drei Statuen hier habe. Schon wieder ein Triforce. Und ein Triforce. Und noch ein Triforce. Und ein Warp entsteht. Aber diesen Warp möchte ich eigentlich ganz ehrlich jetzt noch nicht rein. Denn ich habe ja noch einen Pfeil habe ich übrig. Und den einen Pfeil, den möchte ich jetzt doch noch an der Stelle nutzen. Eben für... Nicht für den... Shit. Eben für das Ding da drüben. Toll. Und natürlich vergeudet wie Sau. Okay, gut. Shit! Bin so dumm. Okay, ich gehe jetzt hier raus.
Okay, gut, das gucke ich mir irgendwann anders an, was da hinten ist. Aber jetzt gerade für den Augenblick habe ich gerade keine Lust mehr. Ich brauche Herzen. Oh, Link, oh, ich bin so bekifft. So, ein Rubin brauche ich jetzt nicht großartig. Ich meine, ich habe ein bisschen Geld ausgegeben in letzter Zeit. Aber es reicht noch nicht, dass mir die Geldbörse hier platzt. So, mal gucken, wo wir denn jetzt hingelangen. Jetzt, wo wir hier das erreicht haben. Oh, das sind Pfeile. Das ist doch schon mal sehr gut. Immerhin mal ein paar Pfeile erhalten. Okay. Immer noch dasselbe Spiel. Die Dinger hier drauf. Da hinten hin wieder. Oh, shit. Das ist sogar der große Schlüssel bereits, den wir dann erhalten. So, eins. Aber ich wundere mich, ob die Laser dann komplett ausbleiben, wenn ich diesen Triple-Schalter aktiviere. Oder ob ich dann vielleicht doch noch einmal irgendwas finden muss, das ich drauflegen könnte. Oh ne, sie bleiben aus. Ist perfekt. Und wir erhalten den Boss-Schlüssel hier für diesen Tempel der Götter. Damit können wir jetzt endlich zum Endgegner vor. Es ist doof, dass wir selbst noch nicht die Tür gefunden haben. Ah, shit. Okay, gut, 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 gut. Mach mal eine andere Taktik. Die Fick-Dich-Taktik. Oh shit. Einfach ficken. Einfach ficken. Einfach dagegen. Oh shit. Ah! Mein Gott, ich verreck hier. Gib mir Omas Suppe. Gib mir den letzten Rest von Omas Suppe. Ah. Ey, ich möchte unmöglich in diesem Spiel jetzt noch verrecken. Aber wenn ich so weitermache, dann schaffe ich es noch. So, das war's jetzt. Einfach vor die Tür stellen und warten, bis er explodiert. Danke! Und wir sind draußen. Wir sind an einem ganz fremden Ort. Wir sind mal draußen, ganz, 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 ganz weit über den... Ah ja. Okay, gut. Ich dachte, ihr seid ganz normale Schwuldinger, die sich einfach weiterdrehen. Nee, euch muss man noch richtig hart kaputt machen. Und du, Vogel... Dich auch. Hast keine Chance gegen einen scheiß Pfeil. Achso, okay. Da oben ist so ein Drecksvieh, was sich dreht. Und ihr seid wieder so konstante Dinger. Oh, wie dumm. Bist du in einen Strahl reingeflogen? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Hey, goldene Federn. Ey, come on. Ich brauch nur ein paar... Hey, cool. Der Endboss. Wer hätte gedacht, dass wir so schnell zum Endboss kommen? Ich muss euch sagen, ich probiere den jetzt Endboss jetzt noch einmal. Denn wir haben noch etwas Zeit in dieser Episode. Normalerweise mache ich ja doch immer nochmal Pause vor den Endbossen. Aber nein, hier vor diesem nicht. Bei diesem probieren wir es mal. Und wo ist der Endboss? Du hast dich als würdig erwiesen, bis hierher zu kommen. Auserwählter. Stell dich deiner letzten Prüfung, um das Spiel zu beenden. Cyberhands! Goda! Ich glaube, das ist Goda. Und man muss sagen, hey, das ist mal wieder ein Endboss, bei dem man die Hände abschießen muss. Das hat ja Nintendo noch überhaupt nicht oft benutzt. Oh oh, Fire in the Hole! Fire in the Hole, oh my gosh.
Ah, shit, shit, shit. Ah, toll. Ich habe jetzt schon die Hälfte meiner, okay. Muss ich da jetzt noch eine Bombe reinlegen? Ja, das scheint so. Oh, shit. Jungs, ich brauche ein paar mehr Pfeile. Jungs, ich brauche wirklich ein paar mehr Pfeile. Oh mein Gott, jetzt schon wieder Fire in the Hole. Und, war es das schon? Ich weiß nicht, also zweimal habe ich ihn bisher richtig getroffen. Aber ich habe nur zwei Pfeile. Jungs, ich brauche mehr Pfeile. Oh, danke. Danke für deine Rotze. Danke, oh großer Gudda. Immerhin, er ist sehr freundlich. Er weiß, dass man ihn nicht besiegen kann, wenn man keine Pfeile hat. Ah, und? Noch ein drittes Mal. Shit, shit. Ich habe nur noch drei Pfeile für zwei Treffer. Das finde ich jetzt allerdings jetzt nicht sehr cool. Okay. Okay, okay. Ist er das? Ist das der letzte Treffer? Es scheint so. Und der war jetzt hyper easy. Denn dreimal war es einfach der aller absolut gleiche Shit, den man machen muss. Auserwählter. Wenn du dich vom... ich habe keine Ahnung. Schreite aufrechten Hauptes heran. Laser! Yay, wir haben es geschafft. Gudda hat uns auserwählt, dass wir weitergehen können und er rotzt uns noch ein weiteres Herzteil, vielmehr ein Herzcontainer heraus. Wir erhalten einen weiteren Herzcontainer, dadurch füllt sie unsere Energie natürlich auf und wir erhalten ein Herz mehr. Um jetzt nicht unnötig Zeit noch zu vergeuden, geh mal jetzt in diesen Strahl hinein. Jetzt sind wir auf dem Turm. Ganz, ganz weit oben auf dem Turm der Götter. Doch was müssen wir hier oben tun? Das ist die Frage. Eine Glocke. Und diese Glocke sollen wir läuten mit einem Item, was ich gerade nicht mehr finde, denn es ist hier. Und einfach mal dran schleudern und schwingen. Das macht Spaß, oder? Ist geil. Ein goldener Ort öffnet sich. Gut gemacht, Ike. Es hat den Anschein, als hätten die Götter dich als Helden anerkannt. Aber glaube nicht, dass deine Prüfungen damit beendet wären. Sie fangen jetzt erst an, sobald du durch das Licht trittst, das du vor dir siehst und einen Fuß in die Welt darunter setzt, beginnt erst deine wahre Prüfung. Bist du bereit, Ike? Yeah! Aber eigentlich erst in der nächsten Episode. Verdammt! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. See ya!